Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mods-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den John Deere 9600 bis 9610 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Sid Modding und findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann Mähdrescher. Und hier ist das gute Stück John Deere 9600 bis 9610, 253 PS standardgemäße Leistung, 530 Liter Diesel, 30 Liter Blue, 25 km maximale Fahrtgeschwindigkeit, Korntankvolumen 10.818 Liter für 58.961 in der Anschaffung, 3.007 im Leasing. Ja, prinzipiell haben wir mit Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante und Motorausführung insgesamt 4 Config-Blöcke. Konfiguration einmal nichts und dann Starfire, also in dem Sinne mit GPS. Reifenhersteller haben wir Michelin mit Zwillingsbereifung und Breitreifen, Mitas nur mit Breitreifen. Und dann war es dann dementsprechend auch schon wieder. Und die Motorausführung haben wir 9600 und 9610, heißt dann 253 oder 245 PS. Am Korntank ändert sich nichts, ihr seht nur, die Diegels ändern sich in dem Falle hier mit dran. Und natürlich auch der Preis. Schneidwerk gibt ganz dazu, könnt ihr die Standardschneidwerke aus dem LS nehmen für John Deere oder halt Modding-Schneidwerke. So sieht das gute Stück aus. Ich habe jetzt hier mal die Breitreifen von Michelin genommen. Entschuldigung, meine Stimme. Das seht ihr hier John Deere mit dran und hier die 9610. Ja, also die etwas erhöhtere Leistung. Hier oben haben wir noch Greenstar, hier nach Maximizer, also Maximizer, wie man so im Englischen immer ausspricht. Reifen sehen soweit in Ordnung aus, hier die Leiter, dass wir hochkommen. Ansonsten vorne logischerweise Anbau für Schneidwerk, Arbeitslichter en masse mit Scheibenwischer, John Deere Logo hier mit dabei. Das hat keine Kollision, hier können wir einfach durchgehen. Ja, deswegen kommen wir aber ja wenigstens mal schön ans John Deere Logo dran. So, dann haben wir hier noch Lichter, klar, der Spiegel, oben dann der Korntank, schauen wir uns gleich an, auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün. Hinten logischerweise Strohhäcksler, beziehungsweise Strohauslass, hier nochmal John Deere Logo und ein Warnhinweis mit dazu. Hier oben haben wir den Korntank, der ist immer offen, in dem Falle, ihr seht aber auch alles, hat alles Kollision, sprich ich kann hier bis auf die Kabine, durchaus drauf laufen, also sobald ihr hier so drauf seid, ein Tick weiter nach vorne geht, da fliegt er runter, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten hat das ja alles Kollision und wir können uns das Ganze... Oh, Entschuldigung, da hat sich gerade Windows gemeldet. Also ansonsten hat es hier alles Kollision und wir können uns das dementsprechend mit anschauen. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich anschauen, muss man sagen, wir haben Lenkrad, schon Deere-Logo mit drauf, wir können hinten in den Korntank mit reinschauen. Hier gibt es teilweise, ihr seht das hier an den Texturen, so ein paar Fehlerchen, die eigentlich, was da eigentlich nicht mit hingehört, bin ich der Meinung. Ne, weil von außen sieht man es zwar ein bisschen, aber das hier, ne, ich glaube nicht, da muss man nochmal ran. Ansonsten Decke und so, das gefällt mir eigentlich alles. Das ist soweit alles in Ordnung. Also an sich okay, aber zwei, drei Nachbesserungen könnten vielleicht noch sein. Hören wir uns den Sound an. Ja, und dann hört sich eigentlich prinzipiell soweit auch in Ordnung an, wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte, wie, wo, was am Original. Wenn ich es beantworten kann, schreibe ich es dann mit in die Bewertung mit rein, aber ansonsten spricht da erstmal nichts dagegen. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr habt es gerade schon von außen gesehen, unser Mendelkin hier arbeitet ganz, ganz gut, ne? Also Beinarbeit wird geleistet, die Hand ist am Joystick vorne hier, der Hebel, der wird auch noch mit umgelegt, ne? So viele Hände haben wir eigentlich gar nicht. Das ist aber alles mit dran. Und ist auch in dem Falle permanent mit animiert. Ansonsten haben wir jetzt hier vorne zum Beispiel sowas wie 00 und Co. Da gibt es soweit nichts. Auch wenn ich jetzt hier einmal kurz in der Nacht Blinker anmache. Man hört sie zwar, aber sie sind in dem Falle nicht innen mit animiert. Dafür sind sie außen mit animiert und die reflektieren in dem Falle auch. Und umleuchten hat das gute Stück keine. Ansonsten, ihr seht so einen gewissen grünen Schimmer, der hier durchgeht. Und auch hier von den Anzeigemodulen reflektiert einiges ab. Wenn ich jetzt hier noch das Licht per se anmache, seht ihr, wird es auch ein bisschen heller. Aber hier innen haben wir an sich keine Beleuchtung. Das ist dieses Licht hier außen, was hier mit reflektiert und mit reinscheint.
Na, ansonsten ist das halt alles halt so, wie es ist. Aber ihr seht, wir haben normale Beleuchtung und Disco insgesamt. Also könnt ihr auch separat mit Numpad 5, Numpad 6 an- und ausschalten. Also ihr solltet definitiv immer was sehen, was ihr gerade tut. Ja, das ist da mit dabei. Zum Thema Animation, ihr seht, wenn wir aussteigen, ne, Lenkrad ist oben, wenn ich einsteige, Lenkrad ist unten. Ansonsten habe ich dann hier schon mal was vorbereitet, ganz klar. Mit der Taste X klappt ihr den Drescher in dem Sinne auf. Das heißt, die Leiter wird einfach nur rübergefahren, weil Korntank ist in dem Fall ja schon offen. Mit B schalten wir dann den ganzen Spaß ein. Und dann, wenn wir einmal hier reinfahren, sehen wir, hier oben kommt's, da kommt's, wenn ich den Häcksler einschalte. Das Ganze dementsprechend gehäckselt. Das sieht soweit auch gut aus. Ansonsten haben wir hier oben, ihr seht, diese Spule, nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß, dass das Wort ein anderes ist, ist dann dementsprechend auch mit animiert. Wir können hier unten reingucken, ne, Rohr ausfahren. Das läuft soweit auch. So, können wir hier auch einmal drehen. Abkippen über das Rohr. Funktioniert in den Seiten auch. Ja, alles ohne Probleme. Solide, solide, kann man nichts dagegen sagen. Wenn wir uns die Lok anschauen, sehen wir auch, ist sauber, keinerlei Fehler drin. Könnt ihr euch also auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst doch ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.